Hallo zusammen und damit heiße ich euch nach nun einigen Wochen Stille endlich wieder einmal herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von uns. Lange hat es gedauert und für diese lange Pause bitte ich euch erst einmal um Verzeihung. Doch ich habe nicht gelogen, es wird weitergehen, sagte ich, und heute ist es soweit. Aktuell befinden wir uns zwar beruflich im Lernmodus, allerdings muss man zwischendurch auch mal was anderes tun, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Mein Mac ist mittlerweile auch wieder repariert, also kann es theoretisch wie gehabt weitergehen. Und das wird es auch, allerdings erst einmal dosiert, bleibt also dran. Heute zeigen wir euch ein riesiges Objekt, das erklärt auch die Länge dieses Videos. Allerdings kommt die Überlänge nur aufgrund der Aufnahmen zustande, denn so gesehen haben wir nur drei Gebäude bestaunen dürfen, die letzten ihrer Art. Aber wie das alles zusammenhängt, welche Informationen ich für euch zusammentragen konnte, das und vieles mehr erfahrt ihr alles gleich von mir in den nächsten Minuten. Wir haben ja heute etwas mehr Zeit, darüber zu sprechen. Und keine Sorge, ich habe so einiges an Geschichte für euch im Gepäck. Spitzt also eure Ohren und kommt nun mit auf eine interessante Tour. Sollten euch weitere verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessieren, dürft ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren und einen Blick auf unseren Kanal werfen. Dort findet ihr so einiges zu diesem Thema. Also verlassene Orte, Lost Places und Urbex. Also schaut mal rein, es lohnt sich. Aber nun rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die letzten übrig gebliebenen Gebäude eines ehemaligen Militärlazaretts. Einige von euch werden diese alten Gebäude mit Sicherheit kennen, vor allem aus der Zeit, als man hier noch hätte Tage verbringen können. Und bestimmt wird sich der eine oder andere auch von euch finden, der dort schon vor vielen Jahren mal hineingeschaut hat, denn vor noch gar nicht so langer Zeit sah es hier noch ganz anders aus. Allerdings war uns das Ganze damals etwas zu heiß, wir möchten ja dokumentieren und nicht Probleme bekommen. Selbstverständlich waren auch wir schon vor einiger Zeit hier aktiv unterwegs, allerdings auf der gegenüberliegenden Straßenseite, denn dort gab es noch deutlich mehr zu sehen. Die Videoaufnahmen von damals sind aber eher, nun ja, mal sehen, ob ich die euch in Zukunft mal präsentieren werde. Ursprünglich dachten wir, dass dieses Viertel bereits komplett saniert wurde, aber zu unserem Erstaunen gibt es noch immer Potenzial nach oben. Da auch wir nicht ständig überall unterwegs sein können, war dieser kleine Ausflug fast schon einer aus der Rubrik Zufall. Die Geschichte dieses fast schon eigenen Stadtteils zieht sich im Netz über Seiten, über viele Seiten und vor allem noch mehr Jahrzehnte. Doch die Informationen über eben diesen speziellen Gebäudeteil blieben eher spärlich. Aber beginnen wir am besten beim Urschleim. Wir schreiben das Jahr 1830. Zu dieser Zeit war die Stadt durch ein kurfürstliches Privileg von einer Unterbringung militärischer Truppen befreit. Dennoch gab es eine kleine Schlosswache sowie eine eher unterbesetzte Garnison. Den einen Truppenübungsplatz für Aufmärsche und militärisches Gerät fand man in der Südstadt, logistisch also nicht gerade befriedigend. Zwischen der Stadtverwaltung und dem damaligen Kriegsminister Alfred von Fabrice gab es über diese Thematik immer wieder Unstimmigkeiten, vor allem wenn es um die Pleißenburg ging, denn von Fabrice hätte das imposante Prunkstück zu gern als Kaserne genutzt, doch die Stadtverwaltung wollte am liebsten gar nichts mit diesem Gebäude zu tun haben, kaum zu glauben, dass das heutige neue Rathaus, die Pleißenburg, wie es viele heute noch immer nennen, eines der imposantesten Sehenswürdigkeiten hier in Leipzig, damals aus hygienischen und verkehrstechnischen Gründen weggerissen werden sollte. Absolut undenkbar aus heutiger Sicht.
einigem Hin und Her und diversen Vorschlägen seitens der Stadt ließ von Fabrice schlussendlich von seinem Vorhaben ab, als er 1875 einen neuen Standort für Soldaten im Norden festlegte. Dieser war zwar zu jener Zeit fernab jeglicher Infrastruktur gelegen, doch das sollte sich über die kommenden Jahre rasch ändern. Das neu angelegte Areal erstreckte sich eher in dörflicher Hemisphäre. Am Ende lag man zwischen zwei Stadtteilen. Ab 1880 entstanden mit einer Wäscherei die erste Kasernenanlage, damals noch als Baracke. Es war der erste feste Standort eines Infanterieregiments, dem 134. Nachdem von Fabrice 1891 mit 72 Jahren verstarb, begannen die Verhandlungen um die Pleißenburg erneut und endeten dieses Mal dahingehend, dass die Stadt das Gebäude, welches im Besitz des Königreichs Sachsens war, erwarb und im Gegenzug wurde ein noch größeres Grundstück für weitere Regimenter zur, nennen wir es mal, Verfügung gestellt. Die Burg wurde damit sogar verrechnet, es war also mehr oder weniger eine Art Tausch. Ab 1895 entstanden innerhalb von wenigen Jahren die Kasernen des Infanterieregiments 107, des Ulanenregiments 18, ein Proviantamt, Divisionsgericht sowie Militärgefängnis und eine Garnisonsverwaltung. Um die Jahrhundertwende schloss man diese Bauten mit den nun ebenfalls parallel fertiggestellten 19. Train-Bataillon, dem 77. Artillerieregiments sowie dem Bekleidungsamt und dem Artilleriedepot an. Zusätzlich sollte noch eine Garnisonskirche und eine weitere Kapelle entstehen, diese fielen aber zum einen aus Geldmangel und den Vorbereitungen des Ersten Weltkrieges zum Opfer. Später muss man aber dennoch eine Kapelle hier hingesetzt haben, ob es die heute noch gibt und wo die dann genau stand, das konnte ich allerdings nicht herausfinden. Solltet ihr da mehr wissen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zu dieser Zeit war die Anlage so immens gewachsen, dass es die zweitgrößte Kaserne Sachsens war. Zeitweilig waren hier etwa 8000 Soldaten dauerhaft untergebracht, natürlich nicht von Beginn an, aber ich las, dass es Stück für Stück wohl stattfand. Erst waren es wohl 1000, später 2, dann 4 und am Ende dann 8000 stationierte Soldaten. Um für ausreichend Wasser zu sorgen, entstanden 1897 und 1903 zwei sehr markante und heute unter Denkmalschutz stehende Wassertürme. Außerdem gab es einen Erdbehälter mit 1200 Kubikmeter Fassungsvermögen. Das dazugehörige Wasser zog man aus einem 30 Meter tiefen Brunnen. Die Stadtverwaltung machte hingegen ihre, ich nenne es mal Drohung, wahr und riss 1897 die alte Pleißenburg ab. Die Geschichte der Pleißenburg reicht übrigens bis in das 13. Jahrhundert zurück, wir sprechen also nicht von irgendeinem Haus. Denn Leipzig verfügte sowieso, und da dürft ihr mich auch gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, über nur wenige, wenn nicht sogar nur über diese eine Burg. Bis auf den sehr markanten Turm blieb von der Burg selbst nichts weiter übrig. Schon damals galt der Turm als wichtige Sehenswürdigkeit. Im Inneren wurde übrigens durch die Universität Leipzig seit 1794 eine Sternwarte betrieben. Diese entfiel nach dem Umbau, aber das würde jetzt zu weit in die falsche Richtung gehen. Sollte euch das weiter interessieren, dann schaut doch gerne mal in die Infobox.
Nun zurück zur Kaserne. Denn ringsherum gab es auch so allerhand Veränderungen. Zum einen entstanden immer mehr Wohnhäuser, es gab deutlich mehr Straßen und Geschäfte, doch das Wichtigste oder die wichtigste Errungenschaft war wohl der Ausbau der Straßenbahnlinie. So konnten Soldaten vernünftig beispielsweise vom Bahnhof zügig zur Kaserne gelangen. Die mittlerweile eingemeindeten Stadtteile wuchsen also Stück für Stück an die Anlage heran, teilweise auch drumherum. Interessanterweise siedelte sich rings um die hiesige Soldatenschaft auch das älteste Gewerbe an. Zugegeben auch kein Wunder, doch waren die netten Damen dort nicht immer gern gesehen und zogen oft den Zorn der Führungskräfte auf sich. Noch vor dem Ersten Weltkrieg entstand der hier gezeigte Krankenhauspark zwischen 1904 und 1909. Andere Quellen sprechen hier von 1875 bis 1908, also ganz sicher lässt sich das jetzt so nicht sagen. Zu dieser kriegerischen Zeit, also vor und während des Ersten Weltkrieges, nutzte man gerne jede Gelegenheit, um von hier aus auch ohne Grund quer durch die Stadt in voller Montur zu ziehen, sich selbst darzustellen, zu werben und für Kriegsbegeisterung zu sorgen. Ebenso aus heutiger Sicht unverständlich, aber wer weiß, wie das heute in 100 Jahren ist. Im Stadtgebiet gab es damals auch stadtweit 8 militärische Kapellen und diverse Vereine, die bei so einer Marschgelegenheit oft und regelmäßig mit angesteuert wurden. Auch wurden hier oft Kinder und Jugendliche durch Militärangehörige teilweise spielerisch für den Kriegsdienst euphorisiert. Es gab auch diverse Übungen auf Plätzen in verschiedenen Leipziger Stadtteilen. So wie ich las, fand diese Szenerie vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg statt. Während des Ersten Weltkrieges zogen von hier aus etliche Verbände, Einheiten und Formationen an die Front, zu einem leider sehr hohen Preis. Insgesamt verloren 125.874 Soldaten aus Sachsen ihr Leben im Ersten Weltkrieg, die meisten noch vor ihrem 25. Lebensjahr. Wer gerne auf Friedhöfe geht, darf zu diesem Thema gerne einmal den Südfriedhof hier in Leipzig besuchen. Dort findet ihr eine Menge Gräber und Grabmale aus dieser Zeit von teils sehr jungen Soldaten. Wer allerdings keine Zeit haben sollte oder nicht so gern auf einen Friedhof geht, der kann sich gerne unser Video dazu anschauen. Da hatte ich ausführlich über diesen Friedhof berichtet. Das Video blende ich euch jetzt hier oben rechts ein. Wurden die vielen Verletzten, für die es keinen Platz im Krankenhaus mehr gab, hier in Leipzig in so ziemlich jedem Etablissement behandelt. Dazu zählten Schulen, Privathäuser, Schwesternheime, Freimaurerlogen und Burschenschaftshäuser, ja sogar Garagen funktionierte man dafür um. Also waren sehr wahrscheinlich auch in diesen gezeigten Räumen die Betten ausgebucht. Damals verfügte das Militärlazarett über 100 Stück davon, viel zu wenig für die vielen Verwundeten. Die Geschichte dieser Kaserne ist wirklich sehr umfangreich. Ich stelle euch dazu auch sehr gerne einen Link in die Infobox mit rein. Sollte euch das also noch mehr interessieren, dann lest doch da gerne noch ein bisschen nach. In der Zeit des Nationalsozialismus bekam die Kaserne wie die meisten anderen Anlagen im damaligen Deutschen Reich auch eine deutliche Vergrößerung. So steigerte man die Anzahl der Krankenhausbetten von 100 auf 300 und das ohne weitere Gebäude zu errichten. Wie auch immer das ging, da war der Luxus mit Einbettzimmern wohl Geschichte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm auch diese Anlage die sowjetische Armee. Allerdings kam es im Vergleich zu den meisten Kasernen, die wir bisher sehen durften, zu eher geringfügigen Anbauten. Es entstanden also keine typischen riesigen Garagenhöfe und Plattenbauten sowie riesige Sammelplätze für Fahrzeuge. All das konnten wir hier nicht finden. Was zu dieser Zeit mit dem Krankenhaustrakt geschah, ob es genauso weiterhin genutzt wurde, was vermutlich auch geschehen ist, darüber fand ich keinerlei Informationen. Ich könnte euch natürlich jetzt noch viel mehr über die Kaserne erzählen, aber das würde nicht nur den Rahmen sprengen, sondern auch in die falsche Richtung gehen. Abschließend lässt sich also sagen, nachdem auch die Sowjets in den frühen 90er Jahren in Etappen Ostdeutschland verließen, blieb am Ende diese Kaserne sehr heruntergekommen zurück. Dennoch wird bis heute ein Teil durch die Bundeswehr genutzt. Es ist der seit 2015 letzte Standort in Leipzig. Das Lazarett und einstiges Krankenhaus geriet in Vergessenheit und verfiel über 25 Jahre. Entsprechend war auch der Zustand. Die schöne parkähnliche Krankenhausanlage im Neoklassizismus und Neorenaissance-Baustil verfügt über 12 Haupt- sowie 5 Nebengebäude und erstreckt sich über etwa 6,6 Hektar Fläche. Mittlerweile ist das hier vorgefundene fast schon ein Paradebeispiel, was Integration ehemaliger militärischer Einrichtungen angeht. Ob man dieses Jahr komplett fertig wird, bleibt allerdings abzuwarten. Sicherlich lässt sich über die Quadratmeterpreise der 176 neu entstandenen Wohnungen streiten. Dennoch sind als Investitionsvolumen laut einem LVZ-Artikel vom 2. Januar 2017 mindestens 60 Millionen Euro geflossen, auch kein Pappenstiel. Am Ende wird dieses Vorhaben, was noch immer nicht ganz abgeschlossen ist, vermutlich auch deutlich mehr gekostet haben. Aber jetzt seid ihr wieder gefragt. Habt ihr Informationen zu dem Lazarett selbst? Denn über die Kaserne gibt es sehr, sehr viel zu erfahren. Doch das Krankenhaus bleibt in fast allen Artikeln außen vor. Solltet ihr also darüber Informationen haben oder ihr wart selber schon mal dort und möchtet gerne was dazu erzählen, dann schreibt es uns doch gerne auf Facebook oder in die Kommentare. Darüber freuen wir uns natürlich. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Ich melde mich demnächst wieder bei euch. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und bis bald.